Hallo, wir sind Campus TV und wir sind heute vor dem wunderschönen Glashaus, in dem, wie man vielleicht hört, auch schon ganz schön die Post abgeht. Und bei so viel Musik her haben wir uns gedacht, wir drehen heute mal eine kleine Umfrage zum Thema Musikgeschmäcker am Campus Bayreuth. Tja, Alex, wir fangen doch bei dir gleich mal an. Was hörst du denn so in deiner Freizeit für Musik? Kommt immer drauf an, wo ich bin. Ich höre viel Rap, ich höre viel Pop und ich höre meistens auch besten auch wie so Schlager oder Scooter, irgendwas Verrücktes. Und du, was hörst du denn so, Max? Also ich muss sagen, ich höre sehr viel Indie und auch Rap und wenn es im Club geht, dann höre ich auch ganz gerne mal Techno. Und ja, es ist aber auch ziemlich bunt gemischt, deswegen würde ich sagen, wir fangen jetzt einfach mal an und ich bin gespannt, was rauskommt. Da das hier ja eine Umfrage zum Thema Musik ist, würden wir gerne wissen, was so dein persönlicher Musikgeschmack ist. Der ist ziemlich vielseitig, geht von klassischer Musik aller Art, vor allem über Jazz, Swing und Techno eigentlich. Denn genau so soll es sein, lass dich einfach nicht los. Das ist ja cool, was ist denn das? Faber. Ja, schick mir mal deine Playlist bitte. Ich höre insgesamt sehr gerne klassische Musik, ich mag Barockmusik, ich mag Oper sehr gerne, aber ich höre auch viel Popmusik. Ich bin eher da so der Oldie-Typ, also Sido oder ähnliches. Das höre ich einfach gern, weil es einfach auch meine Kindheit beschreibt. Gospelmusik. Gospel? Ja. Yeah. You know Gospelmusik? Ja, yeah, ja, I know. Yeah. All is Gospel. Nice. Vom Genre höre ich eher Rap oder halt Rap-Hip-Hop, dieses Genre. Wenn du mal abends auf so eine Party gehst, hörst du dann immer noch Rap oder Hip-Hop oder auf was hast du Bock, wenn du jetzt zum Beispiel mal schon ein paar Bierchen getrunken hast? Ich glaube, auf ein paar Bierchen höre ich dann fast alles im Festzelt. Da gehe ich auch zu, was weiß ich, so Schlager oder so, wie das halt so ist. So, wenn dann Robbie Williams oder so kommt, was man nie hört, niemals hören würde. Und dann im Festzelt, dann geht man da drauf ab. Aber auch nur, wenn man voll wie Hugo ist. Du hast vorhin mal gemeint, du kommst vom Dorf. Also wenn du im Dorf feiern gehst, was kommt danach für Musik? Naja, dann kommt Robbie Williams. Die haben auch Internet, auch im Dorf. Ich will jetzt nicht sagen Indie, weil das hört jeder. Ich höre was ganz Besonderes. Ich höre so eine Randdisziplin, das kennt man nicht. Ich glaube, ich höre viel 80er, Beatles auch, Strokes. Das kennt niemand. Das kennt niemand. Das ist eine Randsache. Haben Sie davon schon mal gehört? Von Beatles sagen, nicht, dass ich wüsste. Was für Musik hörst du? Kannst du die Frage so beantworten? Nee, nicht wirklich, weil ich so viel durcheinander höre. Das habt ihr bestimmt schon heute öfter gehört. Aber zurzeit würde ich sagen, ist es viel Deutschrap. Scheißegal, das Gesetz bedeutet nichts für mich. Ich geb schon. Also ich habe so verschiedene Playlists, die meine Stimmung einfach widerspiegeln. Also so, wenn man irgendwie unterwegs ist oder beim Busfahren oder so, da hört man irgendwie so epischere Musik, wie in so einem Musikvideo oder so. Oder beim Sport brauche ich irgendwie so Contra K, um richtig pumpen zu können oder sowas. Ja, also ich habe schon verschiedene Stimmungsplaylists. Ich habe eine Playlist, da ist ein Mond-Emoji drauf. Ich weiß nicht, wie ich die Stimmung deuten soll, aber es sind ruhigere Lieder. Dann habe ich tatsächlich eine BIP-Playlist, da ist vor allem KIZ und Young Huren drauf. Ich mach Moves aus deiner Fresse! Frag mich nicht wieso, aber es bringt mich irgendwie ein bisschen runter. Je nach Stimmung, Deutschrap, normal Charts, Hardcore teilweise. Also. Wenn ich Musik höre, meistens Radio, ziemlich Mainstream eigentlich. Sehr Deutschrap-lastig, dann Rock, Metal, Punk, ein bisschen Swing, ein bisschen Klassik, je nachdem, wie es halt so stimmungsmäßig aussieht auch. Ich würde nicht sagen ausschließlich, aber schon überwiegend Rap. Ab und zu auch gerne mal 90s oder so. Hast du denn einen Lieblingsrapper, den du jetzt so spontan nennen könntest? Oder vielleicht zwei oder drei? Ja, gut. Klingt jetzt hoffentlich nicht allzu arrogant, aber natürlich einer davon bin ich. Hi, mein Name ist Adam und ich bin einer der wenigen Rapper hier am Campus. Ich wollte euch sehr ans Herz legen, mal auf Spotify zu schauen und da Gedanken, die ich habe, von Adam einzugeben. Könnt ihr mal reinschauen. Danke. Servus. Ach, Alex, geiler erster Tag, oder? Wie fandest du so? Boah, ich fand's richtig cool. Ich habe richtig tolle Leute kennengelernt und ein paar echt spannende Meinungen mitbekommen. Ich muss sagen, ich fand's auch super. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es ums Thema Musik geht. Da seht ihr uns hoffentlich wieder. Und falls ihr uns bis dahin sucht, wir sind jetzt im Glashaus. Du rufst mich an und fragst mich, wie es mir geht.
ich ruf dich an. Und ich versuch immer so drauf zu reagieren, dann sagst du, kennst du den, da gibt es so einen neuen Künstler. Du sagst, Herr Wehr, sag ich, der auf Soundcloud Hausmeier, dann so, ah, der, oh mein Gott, von dem habe ich schon gehört. Okay. Dann sagst du so, der macht anscheinend richtig gute Hip-Hop, der macht Hip-Hop-Beats und Techno-Mucke. Hey Max. Alex. Hast du schon von diesem neuen Künstler gehört? Wie heißt der denn? Nein. Hey Max, hast du schon von diesem neuen Künstler gehört? Hey Max, hast du von diesem neuen Musiker gehört hier in Bayreuth? Dieser Hausmeier? Hausmeier, ja Mann, der ist voll mega. Der lief auf der letzten Party, ey. Der macht richtig coole Hip-Hop und Techno-Beats. Leute, zieht den euch unbedingt mal rein. Richtig cool. Mhm. Checkt das auf jeden Fall aus. Soundcloud.com/Hausmeier. Macht richtig gute Musik.